Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Control. Ja, wir versuchen immer noch die Kontrolle zu erlangen und sind im Primärkandidatenbereich. Und hier wird's wonky, wie man sieht. Interesting, da ist der Mannequin. Dich suche ich. Ist das hier jetzt echt? Oh mein Gott, oh, ich liebe sowas, ne? Das ist der Vorteil. Schaut mal, von hier aus sieht's aus, als wäre es ein Gemälde. Als wäre es wirklich nur in die Wand gemalt. Aber Games machen dann so geilen Scheiß hier mit. I love it. So richtig schön verquer. Oh, super, Leute, super. Sowas macht Spaß. Und ich finde, ihr hättet noch mehr reinbringen sollen hier von Carter. Das hier ist geil. So richtig schön mind-bending crap. So wie ganz am Anfang, ne? Als man auf einmal ganz woanders war. Das ist jetzt aber... Ja, ich dachte es mir. Jetzt kommt da wieder der Gestaltpenner, ne? Ist nicht, lauf halt mal hin. Oh Gott. Ich kann hier nichts tun? Ja, wie soll ich denn dann rausfinden, wer der... Oh Gott. Und die kommen jetzt hinterher, oder? Ich sehe es kommen. Die sind gleich alle... Oh Gott. Und ihr seid alle gleich hässlich. Ich habe gleich die Armee hinter mir. Passt auf. Du siehst special aus da. But you're not. Lass mich raten, der Mannequin hat Vervielfältigungsproblematik. Wo auch immer sie wusste, dass das der richtige ist. Fand ich cool. Was ich lustig gefunden hätte hier, wäre, wenn die sich bewegt hätten, also immer wieder geswitcht wären, zufällig. Nur einer nicht. Das hätte ich cool gefunden. Dann hätte man A, eine Möglichkeit gehabt, als Spieler aktiv rauszufinden, wer hier... Und das ist immer noch komisch, dass das so bleibt hier, okay. Aber dann hätte man als Spieler rausfinden können, wer es ist, indem man hinschaut, und es wäre trotzdem noch creepier gewesen. So musste man jetzt wirklich einfach nur alle abgehen. Was auch okay ist. Ist jetzt nichts Schlechtes. Aber das andere hätte ich noch irgendwie einen kleinen Tick besser gefunden. Das wäre noch cooler gewesen. Da unten ist Zeug. Hier ist sicher auch noch irgendwas, was ich sammeln muss, ne? Sollen wir jetzt erst zur längsten zurückkehren zum Panoptikon oder sollen wir hier weitermachen, Carter? Was sagst du? Weil du meintest, wir sollen erst die Nebenquest machen. Am besten. Ah, oh, diese Mindbending-Perversion hier ist super. Interessant ist, dass sie hier nicht mal runterrutscht. Das ist schon ganz schön steil. So, hier einfach noch normal laufen kannst, ist ein bisschen strange, aber okay. Wie du möchtest, sagst du. Ja, aber ist es mir von Vorteil, wenn ich jetzt erst zur längsten gehe oder wenn ich hier weitergehe? Wir haben noch Fallakten. Habe ich vom Dings jetzt noch eine bekommen? Vom Mannequin? Ja, Mannequin-Prozedere. Kein bekanntes Prozedere hemmt die Eigenschaft des Objekts. Die Wände der Zelle des Objekts mit dem kürzlich entdeckten Schwarzstein zu verkleinern hat zu positiven Ergebnissen geführt, wird mit anderen gewandelten Objekten getestet. Ein Mannequin aus Draht und Stoff. Der Fuß und der Kopf bestehen aus fleckigem Holz. Das Objekt vervielfacht sich. Der Auslöser für dieses Verhalten ist unbekannt. Es konnte weder eine Korrelation bezüglich der Anzahl der Vervielfachung pro Auftreten noch des Zeitraums bis zum erneuten Verschwinden festgestellt werden. Pinker Flamingo, kein besonderes Prozedere nötig, Verdacht auf gewandelten Status nicht bestätigt. Ja, ich habe gesehen, das, ne? Eine Rasendekoration aus Plastik in Form eines pinken Flamingos, die super hässlich ist. An seiner Unterseite treten zwei Stahlstäbe hervor. Das Objekt steht im Verdacht, physikalische Eigenschaften der Atmosphäre und meteorologische Phänomene in dem Gebiet zu verändern. Neue gewandelte Eigenschaften wurden beobachtet, weitere Details in Akte GO46.D. Ja, haben wir gesehen und wir wissen auch warum. Und wir haben es ausgemerzt. Den Drecksack. Ich weiß nicht mal, wo ich hier hin muss. Also, warte, wahrscheinlich, wenn ich die Mission wechsle. Weißt du was, dann machen wir hier erst weiter. Das haben wir auch fertig, da kriegen wir nur ein Jeton. Nein, da. Das
Gesicht des Feindes. Ich habe nur keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich habe es gefunden und jetzt? Komme ich auch nicht durch. Wahrscheinlich hierhin weiter, Richtung P7. P6, P7. Da hinten geht es auch weiter. Ich sollte jetzt den maximalen Status haben. Ach, jetzt sind wir hier. Ja, wunderbar. Abkürzung. Closed Cases. Oh nein, ist das wieder... Oh, es ist wieder... Oh Gott. Die Creepy Puppenshow. Ich krieg einen Anfall. Bright Falls. Wait, Bright Falls. Alan Wake, definitiv. Ja, guck mal, steht sogar. Bei einer unbestätigten Manifestation des Grenzbereichs in Cauldron Lake, Wyoming? Was ist WA? Nee, WY wäre Wyoming, ne? Washington? Cauldron Lake, Washington? Ich bin mir nicht sicher. Verursachte eine vom Autor Alan Wake verfasste Geschichte, eine zeitlich und örtlich begrenzte Anpassung der Realität und das Geschehen der Geschichte. Das finde ich jetzt sehr cool, dass das jetzt hiermit verwoben ist. Und dass das praktisch einer dieser Grenzbereiche ist, wovon man ja in Alan Wake nicht wirklich was rausgefunden hat. Cool. Sowas gefällt mir sehr gut, dass er das so verbindet und dass er jetzt praktisch als übergeordnete Instanz macht zu dieser Geschichte. Forschungsleiter Mr. Kirkland wurde am 13. September 2010 von Frank Breaker, siehe, einem ehemaligen Agenten der Behörde, über das Auftreten eines AWE in Bright Falls, ich schätze mal Washington, I don't know, informiert. Siehe auch Ereignisse in 1970, 1976, 1978. Breaker erfuhr davon, als Barry Wheeler, Alan Wake Literaturagent, ihn im Auftrag von Breakers Tochter Sarah kontaktierte, die derzeit Sheriff von Bright Falls ist. Ja, die kennt man ja aus Alan Wake. Also beide, Barry Wheeler wie Sarah. Zwei Tage später erreichte das Einsatzteam den Standort, kam jedoch zu spät. Das Ereignis war beendet. Es waren echt nur zwei Tage? Arme Sau, ey. Die Bevölkerung wurde befragt, siehe, bla, 1970, Thomas Zane. Ah, Thomas Zane. Wissen wir auch. Ist 1978, Odin Anderson und Thor Anderson. Das waren die Anderson-Typen. Ja, das war aus dem DLC, meine ich, ne? Die kamen auch so in der Story vor. Alan Wake wird als Auslöser gesehen. Augenzeugen berichteten von einem alten Lichtschalter, einem möglichen Objekt der Macht. Stimmt, den kannten wir ja auch dort, ne? Der vermisst wird. Wake selbst wurde nicht gefunden. Berichten zufolge stürzte er sich in den See. Doch trotz längerer Suche wurde kein Leichnam entdeckt. Er war da nicht tot ist. Sondern er rennt im Grenzbereich rum. Und deswegen meine ich, Ocean View Hotel kam darin auch vor. Das war dort, wo Alan Wakes Doppelgänger Schindluder getrieben hat und Leute gekillt hat. Und man immer die Fernsehsendung sah. Bis bald, K-Dex. Schön, dass du reingeschaut hast. Und viel Spaß. Bright Falls ist in Washington, okay. Oh Gott. Die sind so creepy. Hallo, Unfug. Die sind so creepy. Oh, und Elf. You're upset, Meg. Oh, nicht der Why wieder. Why don't you tell Uncle Mr. Bones what's wrong? Onkel Mr. Bones. I did bad on my clairvoyance test. You can't ace every test, Meg. You see, everyone has different brains. Brains. Some brains God, this is so can creepy. Talk to each other. We call this ESP. ESP? Some brains can lift objects like a baseball. Talk about a fly ball, eh, Meg? No interruptions! Oh my God. So who cares if you fail? Clairvoyance test. Maybe your brain can throw baseballs or talk to dead people or make friends blind. Once we know what your brains can do, we'll know what job to give you. And if your brains are just right, you'll get to sit in the big chair.
I don't want the big chair? What if I don't want the big chair? Everyone wants the big chair, Hank! That's why we're all here. Use those brains to listen for once, or the only chair you'll get in is the one with straps. Wow! Man möchte bedenken, dass diese Sendung im Kanon, also vom Game aus, von diesem alten Haus aus, ne, und den Leuten, die dort arbeiten, dass die gemacht worden ist, damit Kinder, die sie dort aufnehmen müssen, weil die von den Objekten irgendwie beeinflusst wurden oder sonst irgendwas oder Waisen sind oder so, dass die von dieser Sendung lernen sollen, mit den Ereignissen dort umzugehen. Wenn das bedeutet, dass sie einfach verstört und crazy in der Ecke hocken und weinen, dann haben sie damit ihre Aufgabe erfüllt mit dieser Sendung. Wenn das irgendwas anderes bedeuten soll, oh, so badly done. But wishing won't change things. Finding the projector will. Ich liebe es. Ordinary. So much coming together in this one case. A new object of power, something we have not seen before. I mean, coming from me, that's saying something. The boy, Dylan Faden. Yeah. Prime candidate 6. And the sister as well. Guck mal, mein catch up with her, but the controller zieht boy, einfach rüber. So much potential. We're talking Northmore level readings. Warum? Here. And I don't want to invoke his name. It's completely different circumstances here. It's remarkable. Okay. There was an incident. Yes. Lost a valuable member of our team, yes. What's his force? Dylan has so much. But he's just a kid. Like, I'll take the blame. He needs some slack. I mean, boys will be boys. He's exceptional. Keine Ahnung, wo mein Controller immer nach links zieht. Seht ihr das? A lot of stress. Bin ich ich? Robert's got killed. Robert ist tot. Wer ist Robert? It's an unfortunate accident. That's all. Ja, wir haben Dylan kennengelernt. So unfortunate ist der Accident für den nicht. We'll make this work. Ich find's sehr komisch, dass mein Controller, obwohl ich nichts tue, einfach nach links zieht auf einmal. Komische Dead Zone, die auf einmal aussetzt. Finde ich nicht gut. Ich kann mir den schon wieder einen neuen leisten. Das ist viel zu teuer, der Shit. Federal Bureau of Control Unterhaltungstranskript. Subject Dylan Faden für Prüfung durch Dr. Darling. Dr. Darling, der Beste. Vertraulich, Anmerkung. Subjekt war während des Ausbruchs allein. Dylan, du schon wieder. Ich habe dir gesagt, dass du mich allein lassen sollst. Warum zeigst du mir das? Ich kann nichts machen. Kannst du nicht sehen, wo ich bin? Warum hilfst du mir nicht, hier verdammt nochmal rauszukommen? Du zeigst mir immer Dinge, mit denen ich nichts machen kann. Hör auf, sie mir zu zeigen, es interessiert mich nicht mehr und du interessierst mich nicht. Ihr lasst mich hier verrotten, hau ab, wenn es keinen anderen Weg gibt, reiße ich mir das Gehirn raus, um dich loszuwerden. Ich will dich nicht hier haben, versteh das endlich, verdammt nochmal. Subjekt wiederholte die Worte, hau ab, mehrere Male vor Ruhigstellung um 17.53 Uhr. Ja, wunderbar. Komisch, dass nur er gesprochen hat, anscheinend. Ihm sonst nur Dinge gezeigt wurden. Autopsie P6 Opfer. Agent mit Codename P6 getötet. Ergebnis der Autopsie. Verletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung an Kopf und Hals. Weitreichendes Trauma der Bauchregion. Schnittwunden und Prellungen am Ober- und Unterkörper. Fraktur des Rückenmarks zwischen Wirbel L1 und L2. Avulsion. Ich glaube, das ist oben am Nacken, ne? Das heißt Genickbruch. Avulsionsfraktur der 3. bis 10. Rippe. Links und rechts. Verletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung an Extremitäten. L? War das für... Ich bin mir nicht sicher, wofür das L stand. Ich weiß nicht mehr genau, welche Wirbel das waren. Ich hatte Anatomie nicht so wirklich viel. Ich hatte einmal Human-Bio und da war alles mit Anatomie mit drin.
Verletzung, stumpfe Gewalteinwirkung an Extremitäten, Schürfwunden, Schnittwunden, Prellung an Extremitäten, Dislokation des linken und rechten Ellenbogens, Dislokation des linken und rechten Knies. Schlussfolgerung: Bei der Untersuchung wurden innere Blutungen als Todesursache festgestellt, also nicht Genickbruch, okay. Diese traten ein, als die Bla durch seine Bla verdreht war. Ja, ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was das Bla alles war. Okay, interesting. Dylan ist also ein Assi, aber ich meine, wer hätte es gedacht, ne? So wie wir ihn erlebt haben, kommt das hin. Dann kann ich nicht umwerfen, okay. Das sollte man unbedingt schauen. Is this E7. What Dylan wanted me to see? Yeah, that's it. It doesn't matter. We need to find that projector. Ja, das war klar, dass wir die P7 sind. Oh, guck mal, das Bild sieht sehr real aus. Sehr fotorealistisch. Coffee Soap. Mh, Kaffeeseife, nice. Ja, die haben uns schon im Blick gehabt. Was aber von Anfang an, finde ich, klar war. Oh, Kandidatin P7 Outfit. Das müssen wir uns auch noch anschauen. Bewegungsverfolgung Jesse Faden. Bewegung nach Osten, anders zur Sorge. Verlässt Cheyenne, Wyoming. Kommt in Sydney. NE? Bin ich mir gerade nicht sicher. Verlässt es wieder, kommt in Des Moines. Da unten ist Illinois und Iowa. Ich weiß es auch nicht mehr, es ist eh so wurscht. Verlässt es wieder dann Chicago, South Bend, Cleveland, Bloomsburg, New York City. Ja, und da sind wir gerade, oder? Ich meine schon. Sag mal, das mit meinem Controller regt mich gerade ein bisschen auf. Dass er immer, dass er so zur Seite zieht. Das finde ich nicht schön. We used to play there all Scheiße. The time. Me and Dylan. And other kids as well. We loved it. This time, I remember, was different. We found a way in, deeper into it, like it had shifted. We went inside, and that's where we found the slide projector. A dump is a place for lost things. Things that have been thrown away. Did you ever feel that way when you were growing up, Jesse? What? No. Yes, but that has nothing to do with... Was there a slide projector at your home when you were small? No. Those were before your time, I suppose. But your family did look at photos together, maybe. In one form or the other? Maybe. When was this? Can you remember? At parties? Barbecues? How did it make you feel? Did your parents ever show pictures that embarrassed you? Was alcohol ever involved at these parties? Uh-huh. Did your parents drink? Did that make you uncomfortable? No! That's just stupid! Come on! That has nothing to do with this. Nothing! Sehr strange. Slide projector, let me ask you this. As a child, did you ever fantasize about worlds inside pictures? Inside a painting? You know, stepping into a painting, into a hidden world, escaping and finding adventure there, away from your parents. Heißt das, sie hat dieses Ding erschaffen, den Projektor? I don't think so. I don't remember. Suggestive therapy. Also das klingt für mich danach, als verdächtigen sie Jesse, diesen Projektor erschaffen zu haben, um halt in eine andere Welt zu flüchten. Und damit hat sie praktisch auch das Zischen in die Welt beschworen. All the times I felt paranoid. I was right. The Bureau could have given me the answers, but they just stood by and watched me. Mhm. Don't touch urgent. Da streichelt sie ein Hundi. Ja, interesting. Ich habe jetzt mal den Controller auf meinen alten gewechselt, der ein bisschen Probleme gemacht hat bei Horizon. Das ist schon wieder das Bild. Avoid modern technology. Ich hoffe mal, der funktioniert hier. I don't know. Aber er zieht zumindest nicht mehr nach links, wie ihr seht. Ich halte jetzt, lasse jetzt nichts, drücke nichts. Keine Ahnung. Es ist ein Grauen. Mit dem ganzen Blödsinn. Okay. Jetzt müssen wir Richtung Drehscheibe.
Aber jetzt gehe ich, glaube ich, ganz schnell nochmal zum Panoptikon zurück. Und wir geben mal die eine Quest ab. Wie die sich hier mal einknuspern müssen die ganze Zeit, ne? Das ist richtig schlimm. Jetzt haben wir eh die Abkürzung, kommen wir schneller hin, das ist gut. Düdüd. Und Panoptikon ist ja wirklich nur einen Schritt entfernt. Ja, hier durch, ne? Interesting, interesting, was hier durchkommt. Also wussten die ganze Zeit, wo sie ist? Haben sie beobachtet? Das ist schon was. Und das ist schon sehr interessant für das Ganze, was hier passiert. Sie wollten entweder ihren Bruder oder sie als Direktor. Every altered item on your list is now back in the Panopticon, safe and sound. That's a load off my mind. Missing altered items don't exactly reflect well on me, you know. Did they give you any trouble? The flamingo pulled me into the astral plane just like the fridge did. That same creature was there. Das heißt, wir haben jetzt noch einmal. I was looking over the old activity reports, and multiple items had been displaying much more destructive behavior in the past few weeks. There's some connection there, I bet, but that's a bit above my pay grade. Hmm. Well, something to keep an eye on. And if I have any more runaways, I'll know just who to call. I guess this is my life now. Apparently, Fähigkeitspunkte immerhin. I'll see you later, Langston. I'll be here, like always. Some of the security cameras are... Aber er hat jetzt gerade nichts mehr für uns. Okay. Finde den Bereich für das AWE in Ordinary. Okay. Zurück zum Peter Panopticon. Wieso Peter? Oh nein, wirklich? Ah. Random Spawning Bullshit. Big Scene. Weg mit euch, ihr Penners. Penners ist. Ich finde es sehr gut, dass man sich dabei noch bewegen kann. Mehr von euch läuft. Gibt's noch mehr? Da oben. Ah, Sniper. Sniper-Schweinebärchen, guck dir's an. Dead. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Ja. Natürlich spawnen die Schweinchen. Also ohne das Werfen der Objekte wäre das Spiel nicht spielbar, habe ich das Gefühl. Die Waffe ist eigentlich relativ sinnlos. Die muss einfach sein. So, ich muss wieder ins Shelter, ne? Das kein Shelter ist, sondern in dem Fall doch ein Shelter ist. What? Nach oben rum? Nee. Da. Prime Candidate Program. Vor allem, die hatten nur zwei Prime Candidates und das ist der ihr Bruder und sie gewesen. Finde ich sehr strange, weil sie ja nicht mal da war und sie trotzdem Prime Candidate war. Haben sie sie soweit beeinflusst, dass sie jetzt das nicht in Frage stellen würde? Oh nein. Zermatscht. Du lebst ja noch. Du hast einen neuen Hut, wie ich sehe. Okay. Zerschmamscht. Der Keller hat einen schönen Hut. Peter Pan Optikon. Oh, wirklich Peter Pan und Optikon.
Oh, Carter, du machst mich fertig, ey. Ich habe keine Kapazitäten mehr, um heute noch über sowas nachzudenken. Was? Arbeitschat, toter Hund. Ich nehme deine gruselige Zahnlieferung an und erhöhe um einen toten Hund. Genau, ein schnörkellos verstorbener Hund. Hatte noch ein Halsband und so. Er verrottete in der Kiste, seit er verpackt worden ist. Stell dir mal vor, wie das gestunken hat. Also, wein mir nichts vor. Ich wünschte, ich würde eine Reihe Zähne vorbeiziehen sehen. Okay, der arme tote Hund. Hat wohl jemand seinen Hund versendet? Vielleicht eine sehr alte Person? Senilität und so ein bisschen? Prime Candidate 2. Da liegt noch was und da gibt's noch was. Schildschub, entropisches Echo, Versandverzeichnis Willow AWE. Eine hohle Kugel steinliches Material, versteinerter Boden, Stücke verschiedener Größe und Farben, Tierkadaver, möglicherweise von einem Hund, rostiger Metalleimer, Lederbrieftasche, ältere Schrotflintenpatrone. Was auch immer das ist. Dieses Willow. Aber das ist wohl das, was wir jetzt finden sollen, ne? Und das ist dort ziemlich aktiv gerade. Ja, dann gehen wir mal da hoch. Literal Doggy Bag. Oh! Ah! Du Miststück! Bist du für ein Assi, ey? Dylan und ich waren beide Prime Candidates. Die einzigen. Mhm. Wäre jetzt nur die Frage, wie lange ihr schon Experimente wart. Ordinary AVE. AWE. W ist so schlecht, die Bezeichnung für den Buchstaben. Oh Gott, was war das denn? Ach, das explodieren immer noch Viecher, schön. Oh, Wonderbra. Du bist mein. Okay, erstmal säubern. New York City Subway. Da spritzt ihm der Kopf weg. Ist auch super. New York City Subway. Of course we are. Started there and it's never gone away. Worüber hat sie gerade geredet? Was hat wo gestartet? Das ist die Drehscheibe. Hier ist echt der Subway. Huh. Interesting. In Französisch ist es W. Okay. Schöne Raumfarbe, ne? Ist so schön rot. Ah, und jetzt sind wir hier wieder bei der Sitsche. Aber ich kann hier mittlerweile durch. Erhöhte Feuerrate. Ich soll vielleicht auch mal wieder checken, was ich hier so hab. Doch wieder ein bisschen was gesammelt. Energieerneuerung. Mehr entropischen Bullshit. Mal schauen, also. Was habe ich drin? Nachladegeschwindigkeit und Schaden. Das würde ich auch gern beibehalten. Mehr Explosionsradius ist nice. Schaden bei niedrigem Leben ist eher so meh. Das kommt alles weg, weil es eh nur Stufe 2 ist. Brauchen wir uns gar nicht das angucken. Stufe 1 sowieso. Eigentlich auch Stufe 3. Ich will hier nur noch Stufe 4er haben. Stufe 4 und höher, wenn es das gibt. Griff, Stich und Dreh. Aber Dreh, ganz ehrlich, lieber mehr Genauigkeit, denn das Ding braucht Genauigkeit. So, und was haben wir hier? Die Nachladegeschwindigkeit, da haben wir leider nichts Neues. Und den Schaden haben wir auch nichts Neues, das heißt, es muss so passen. Warte mal. Hier, ja, alles Stufe 2, goodbye.
Stufe 3 auch. Brauchen wir alles Netz, alles Unsinn. Stufe 5. Das klingt gut. Ja, bitte. Mehr Energieregeneration ist nice. Was haben wir noch? Ihr seid genau gleich. Das heißt, ich kann ich auch wegtun. Und sonst haben wir eh nichts mehr, was Sinnvolles. Nebengeschwindigkeit ist jetzt so wichtig. Schildstärke wäre schon nett, aber ich glaube, die Sachen, die ich habe, sind wirklich besser. Schleuderenergiekosten minus 17% ist echt ein bisschen wenig. Da hätte ich gerne mehr. Ich war da jetzt aber drin, ne? Ah ja. Darum auch die hohe... die Berechtigung, die man braucht. Sehr komisch. Da komme ich aber nicht hoch, ne? Nee. Sterling, Ordinary und Ordinary Dumpsite. Wait. Ordinary war doch der Ort, oder? Wo sie war. Mit ihrem Bruder, wo sie gelebt haben. Oder sehe ich das falsch? Mehr Schaden beim Schleudern ist nice. Stärkerer Schild ist nice. Mehr Leben ist nice. Zu wenig. Mehr Energie kostet mich nur 2. Ja, dann nehme ich das doch gerade. Dankeschön. Gute Idee. Kostet mich das eine? Nein, 3. Kostet mich alles mehr, okay. Das heißt, muss ich die nächsten Punkte warten. Gegenmaßnahmen des Rates. Kann ich mir die Belohnung auch so einsammeln? Das war mir neu. Ach so, ich bin ja hier auf dem Ding. Wartungssektor mit bestimmtem Mist ist Unsinn. Ist Unsinn. Ist Unsinn. Das ist überhaupt Stichmodus. Das will ich aber auch nicht. Das ist nur Jukebox. Nö. Ja, Sprengmeister ist okay. Transit Corridor South. Und die Drehscheibe. Das AWE in Ordinary zu erreichen. Ja, Ordinary war das doch, ne? Oh nein. Aha, das Vieh auch wieder. Danke. Lebt da noch einer? Ja. Ihr könnt euch gerne mal verzischen. Ja genau, Platz mal ein bisschen. Oh, und noch mehr Stuhlfreunde, ey. Die liebsten, die ich hab. Okay, aber wenn man schnell genug wirft, dann passt das. Okay, die ging nicht mal ab. Sind da echt gerade wieder mehr Viecher gekommen? Nee. Hier komme ich nicht durch. Hashtag Stuhlfreund, ja. Der Stuhlfreund. Der Freund des Stuhls. Okay. Ah. Irgendwie müssen wir den Scheiß hier drehen, jo. Das sehe ich auch. Ordinary Dumpsite. Verstehe ich nicht so ganz, was das hier jetzt wirklich ist. Ist das einfach ein Weg zu dem Ort, zu an dem wir verändert wurden? Ja, das ist bestimmt. Aber warum gibt es hier einen Weg genau zu dem Ort, an dem sie verändert wurde mit ihrem Bruder? Oder halt an dem sie dieses AWE gefunden haben? Das Objekt der Macht? Danke für die Fluchteffizienz. There it is. Bridge Operator. Operator.
Okay, hier geht zumindest was auf. Der hat auch nicht gut gefrühstückt. Oder zu gut. Transit Corridor North, okay. Hier gibt's was, das ist schön. Arbeitschat-Szene. Rate mal, wer gerade eine Anlieferung hunderter winziger kleiner Schachteln inspizieren musste. Das war ich. Und weißt du, was sich in jeder Schachtel befand? Ein einzelner menschlicher Zahn. Scheiß ekelhaft. Gut, der Zahn ist jetzt nicht so ekelhaft, also sind halt faulig wie Schweine. Da fand ich den Hund aber wirklich schlimmer. Arme Vieh. Gruppierungseffizienz vom Dreh. Ja, sollte ich auch mal hingucken, ne? Und die auch mal upgraden. Weißt du was? Komm, das machen wir mal schnell. Dreh. Aber das ist das, was ich schon habe. Sogar mit schlechteren Punkten. Okay, was haben wir noch? Gucken beim Stich, ob es was Neues gibt. Sieht nicht so aus. Die Sachen würde ich schon gerne behalten. Schmetterer. Hier gibt es aber was Neues. Das habe ich gesehen. Außerdem kannst du noch mehr haben. Bei dem Ding Feuerrate? Da hätte ich... Ja, Geschossstreuung wäre was. Doppelt. Das nehmen wir weg. Schaden bei niedrigem Leben. Na ja, nehmen wir die Feuerrate. Ist okay. Nein. Griff. Guck mal, wie shitty, ey. Hier ist immer noch ein Einser drin. Energie von Kopfschüssen. Das wäre hier sogar möglich. Nehmen wir lieber das rein. Und der letzte... Ne, wir haben alle durch, ne? Wir haben alle durch. Wen wollte ich mitnehmen? Den Dreh, ne? Lader und Dreh. Und, ja, jetzt haben wir das Ding. Ich bin fast geneigt, Explosionsradius zu nehmen, aber statt der Nachladegeschwindigkeit glaube ich weniger. Und hier unten war noch was, nämlich die Fluchteffizienz. Nur auf Stufe 2 kannst du vergessen. So. Okay. Dann gib Gummi, Mädchen. Da unten ist das Vieh. Ich frage mich auch, warum man die Viecher nicht zerstören kann. Ich kann sie klein machen und dann werden sie auch immer wieder groß. Das ist sehr strange. Ach ja, dann geht hier auf, okay. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Aber Leute, ich hoffe, ihr seid das auch, denn ich muss einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Lasst mir doch was Schönes da, einen Kommentar, eine Bewertung. Es würde mich freuen, wenn... Ah! Carter, ich habe gelernt. Carter, ich hoffe, du bist stolz. Ich habe ganz viel gelernt. Hahaha. Ja, schreibt mir, was ihr vom Spiel haltet. Habt ihr es auch gespielt? Wollt ihr es spielen? Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Es macht irre viel Spaß. Ich bin echt hiernach sogar geneigt, irgendwie mal Alan Wake doch noch zu spielen. Obwohl ich es eigentlich nicht mehr wollte, aber ich hatte es nämlich irgendwann mal vorgehabt und dann habe ich mir gedacht, ach komm, nee. Aber vielleicht können wir das auch mal im Stream spielen. Mal gucken. Mal gucken, ob das alles in den Zeitplan irgendwie reinpasst, in die vielen 6000 Games, die ich spielen will. Auf jeden Fall erstmal bis zum nächsten Mal. Wenn Control weitergeht. Tschüss und auch gerne beim anderen Projekt. Bye, bye.